Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Im heutigen Video, da gibt es ein Video extra für meine Zuschauer, nämlich es geht um meine Lieblingsbücher über Elefanten. Jetzt nach dem Intro. Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Mein Name ist Diplombiologe Tobias Dornbusch und ich habe 1995 angefangen, mit Elefanten zu arbeiten und über Elefanten zu studieren. Im heutigen Video, da geht es um meine Lieblingsbücher über Elefanten. Bei dem Video über die Baustelle im Teheraner Zoo im Iran, da gab es einige Kritiken, dass die Leute sagten, ja, ist ja ein sehr schönes Projekt mit dem Elefantenbullengehege, was im Teheraner Zoo gebaut wird, aber für den Otto-Normalverbraucher ist es jetzt etwas zu speziell und der kann damit wenig anfangen. Es haben sich einige Leute mehr Videos für sie selber gewünscht und da dachte ich mir, ich stelle mal meine Lieblingselefantenbücher vor, die kann man ja dann auch selber kaufen und lesen und die lohnen sich wirklich. Also fangen wir gleich mit dem ersten Buch an. Ja, ein absolutes Highlight-Buch von mir, wo ich aber nicht weiß, ob es das heute noch neu zu kaufen gibt, auch wenn es hier aussieht wie neu, das ist Elefanten Enzyklopädie der Tierwelt, erschienen im Jahr Verlag Hamburg. Dieses Buch habe ich tatsächlich gekauft, ich habe es reingeschrieben, 1996, vor über 25 Jahren. Ich war damals ungefähr 16 Jahre alt und ich habe dieses Buch verschlungen. In diesem Buch lernt man viel über die Biologie der Elefanten, über ihre Verbreitung, über die Unterarten, über ihren Bestand, über ihr Leben in freier Wildbahn, über ihre Ernährung, ihre Zähne, ihr Skelett, ihre Sozialstruktur, über Mast bei Elefantenbullen, über das Leben im Freiland, aber auch über Elefanten und Menschen, über Arbeitselefanten, über die Historie, über Elefanten in Zirkussen, über Elefanten in Zoos, Stand 1996 natürlich, und auch über den Schutz von Elefanten. Es wird das Elefantenwaisenhaus von Daphne Chadwick vorgestellt und so weiter und so fort. Ein wirklich allumfassendes Buch über Elefanten. Es ist keine wissenschaftliche Fachliteratur, aber es ist sehr tiefgehend, so dass jeder, der dieses Buch wie ich gelesen hat oder sogar wie ich mehrfach gelesen hat, wirklich ein sehr, sehr breit gefächertes Basiswissen über Elefanten hat. Elefanten Enzyklopädie der Tierwelt, sehr zu empfehlen. Wenn es das noch im Original gibt, sehr gut. Ansonsten vielleicht auf eBay. Mal schauen. Ja, das nächste Buch, das ist dann wirklich wissenschaftliche Fachliteratur, und zwar Elefant in Menschenhand von Fred Kurt, Herausgeber zumindest. Dieses Buch ist entstanden bei wissenschaftlichen Expeditionen von Studenten in Sri Lanka. Wissenschaftliche Daten wurden erhoben in der Elephant Orphanage in Pinnawella, aber auch im Udawalawe Nationalpark auf Sri Lanka. Und das ist wirklich ein Buch für jemanden, der Biologie studieren will, insbesondere Verhaltensbiologie studieren will, der sich ganz intensiv mit wissenschaftlichen Methoden und Statistiken um Elefanten beschäftigen will und der gerne wissenschaftliche Literatur liest. Es ist kein Buch für jemanden, der eine spannende Lektüre lesen will oder für jemanden, der einfach sein Allgemeinwissen über Elefanten verbessern will. Dafür ist das Buch viel zu speziell, aber es sind viele wissenschaftliche Studien und Grafiken in diesem Buch vorhanden und ich selber habe auch Methoden aus diesem Buch angewendet für Ethogramme, für Histogramme an Beobachtungen von Elefanten
in Zoos, die ich beobachtet habe mit wissenschaftlichen Methoden, aber auch in freier Wildbahn, in der Wildnis. Also das hier ein sehr, sehr interessantes Buch mit einer gigantischen Literaturliste am Ende. Auch dieses Buch ist nicht ganz neu, Stand ist 2001, aber dieses Buch für denjenigen, insbesondere der an einem Studium interessiert ist und der Fachliteratur über Elefanten lesen will, sehr zu empfehlen, auch wenn es nicht mehr auf dem neuesten Stand der Dinge ist. Ja, ein absolutes Highlight-Buch von mir, das ist Elefanten in Zoo und Zirkus. Eigentlich alle Teile, die es davon gibt, aber wenn ich eines auswählen müsste, was das Beste ist, das Interessanteste zumindest, dann ist es Elefanten in Zoo und Zirkus Teil 2 Nordamerika von der European Elephant Group. Dieses Buch ist 1996 erschienen und es zeigt die Historie der Elefantenhaltung im Zirkus und im Zoo Nordamerikas. Es geht nicht um Elefanten im Freiland. Aber es geht um die ersten Geburten und um die Zucht von Elefanten. Es geht um die verschiedenen Haltungskonzepte, um Zirkusse und Sanctuaries und natürlich um alles, was dazwischen ist, um Zoos, Safari-Parks, Tierparks, Performing Elephants und so weiter. Ein sehr, sehr gutes und spannendes Buch. Weshalb finde ich es besser als das Buch über Europa? Nun, hier in diesem Buch ist Ringling Brothers gegen Zirkus Barnum & Bailey. Das war 50 Jahre vor Krone gegen Sarrasani und es war noch größer als Krone gegen Sarrasani. Hier wird Jumbo beschrieben. Was die Zoos angeht, in dem Europa-Buch, da geht es um Paris und um Hannover. Aber hier geht es um den Metro Washington Park Zoo in Portland, Oregon, USA. Der Zeitpunkt 1996 noch die größte Zucht asiatischer Elefanten auf der Welt hatte. Es geht auch um den San Diego Wild Animal Park, der damals eine sehr gute Zucht hatte bei asiatischen und afrikanischen Elefanten. Also ein sehr, sehr gutes Buch, das ich nur empfehlen kann. Zumindest über den Schüling Verlag sollte man noch einen Nachdruck bekommen können. Elefanten in Zoo und Zirkus, alle Teile, wie gesagt, sind gut. Das hier ist das Interessanteste. Wissenschaftlich gesehen, das Beste ist vielleicht die 1999er Doku und die 2002er Doku, wobei die wieder sehr speziell ist. Aber wenn man einfach was lesen will über Tusco, diesen am meisten in Ketten gelegten Zirkuselefanten Nordamerikas, über Jumbo, den größten Zirkuselefanten aller Zeiten, über Ziggy, der George Swillim Lewis attackierte im Brockville Zoo in Chicago, dann dieses Buch hier. Ja, als nächstes möchte ich ein Buch vorstellen, das gibt es, glaube ich, nicht in Deutschland zu kaufen. Ich selber habe das in Boston gekauft, in den USA am Flughafen. Last Chain on Billy, How One Extraordinary Elephant Escaped the Big Top. Also Billys letzte Kette, wie ein außergewöhnlicher Elefant aus der Manege befreit wurde. Ein sehr gutes Buch von Carol Bradley, soweit ich weiß, nur auf Englisch. Aber für diejenigen, die auch Englisch lesen können, wirklich zu empfehlen, ein sehr schönes Buch. Es geht um die Historie der Elefantenhaltung im Zirkus in Nordamerika allgemein. Es geht um Zoos, um Safari-Parks allgemein. Und ganz speziell geht es dann um Billy. Aber es gibt immer wieder allgemeine Kapitel und es gibt Kapitel, die sich speziell mit diesem Elefanten befassen und die Geschichte dieses Elefanten exemplarisch erzählen für die anderen Elefanten. Und es geht, wie gesagt, um Zirkus, es geht aber auch um die Elephant Sanctuary in Tennessee, es geht um Carol Buckley und Scott Blaze, die ich beide 2007 übrigens persönlich dort kennenlernen durfte. Und es geht um die Geschichte dieser beiden, wie sie die größte Haltungseinrichtung zur Haltung von Elefanten auf dieser Welt gründeten und bauten. Und das Buch endet da, wo sie dann
aus der Elephant Sanctuary in Tennessee ausgeschieden sind. Interessanterweise muss man ja sagen, beide, sowohl Scott Blaze als auch Curl Buckley, haben unabhängig voneinander danach nochmal Elephant Sanctuaries gegründet. Man glaubt ja, die Elephant Sanctuary in Tennessee ist ein Once-in-a-Lifetime-Projekt. Aber Scott Blaze hat inzwischen die Global Elephant Sanctuary in Brasilien und Carol Buckley hat inzwischen das Elephant Refuge North America in Georgia, das geografisch auch noch ein bisschen besser liegt als in Tennessee. Aber wie gesagt, The Last Chain on Billy, ein sehr lesenswertes Buch, ein romanartig geschriebenes Buch, aber natürlich alles wahre Geschichte, aber es liest sich fließend wie ein Roman, das will ich damit sagen. Also es ist kein reines Wissenschaftsbuch, kein reines Fachbuch. Das ist wirklich interessant, eigentlich für jedermann. Ja, ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, das habe ich jetzt gar nicht hier. Ich habe es irgendwo, ich habe es auch in mehrfacher Ausfertigung in meinem Archiv. Aber ich habe es nicht gefunden auf die Schnelle, obwohl es wirklich ein Meisterwerk ist. Ich zeige jetzt alternativ einfach einen Kalender, der ein Elefantenbild zeigt, damit ich irgendwas in der Hand halte. Das Titelbild sieht aber ganz ähnlich aus. Deshalb denke ich jeden Tag eigentlich auch daran, weil der Kalender, der hängt an meinem Regal. Aber das Buch ist Das Jahr der Elefanten von Cynthia Moss. Und dieses Buch, das beschreibt ein Jahr bei den Amboseli-Elefanten. Es ist keine reine Fachliteratur, es ist kein Wissenschaftsbuch, sondern es ist wirklich ein Buch, das um Elefanten geht, in einem, ich sage jetzt mal, Romanstil geschrieben. Damit meine ich, dass jedermann, ein 16-jähriger Schüler, genauso wie ein Rentner, genauso wie ein interessierter Laie dieses Buch lesen kann, aber auch jemand, der sich ganz intensiv mit Elefanten beschäftigen will, jemand, der schon sich sehr gut mit Elefanten auskennt oder jemand, der über Elefanten studiert, auch so jemand kann dieses Buch lesen und kann daraus neue Informationen ziehen. Es ist keine Fachliteratur, aber es beschreibt sehr genau, wie Cynthia Moss diese Elefantenherde in Amboseli Tag für Tag neu gesucht hat und wie sie am Leben dieser Elefanten teilgenommen hat und wie dieses eine Jahr doch ein sehr interessantes Jahr wurde. Es sind Jungtiere geboren worden, es sind Bullen da gewesen, um sich zu paaren und so weiter. Natürlich ist jedes Jahr im Leben eines Elefanten interessant, aber ich will hier nur sagen, dieses Buch, Das Jahr der Elefanten, was eine gewisse Herde im Amboseli-Nationalpark in Kenia ein Jahr lang jeden Tag von ihnen beschreibt und was sie so machen und was sie so tun und wie insgesamt das Jahr so verläuft mit der Trockenzeit, mit der Regenzeit und so weiter. Ein wirklich sehr, sehr gutes Buch, das ich jedem, insbesondere Einsteigern, aber auch jedem, der sich schon gut mit Elefanten auskennt, nur ans Herz legen kann. Das Jahr der Elefanten, eines der besten Freilandbücher über Elefanten, die es so gibt, meiner Meinung nach. Tja, und irgendwann, da mache ich vielleicht auch ein Best of der schlechtesten Elefantenbücher. Da könnte man dann sowas wie Oliver hier nennen. Das ist Dumbo, der fliegende Elefant für Arme. Und am Ende ein glücklicher Zirkuselefant von 1960, muss man dazu sagen. Und das ist Elepas Maximus von Stephen Alter, der hier das Leben der in Ketten gelegten Arbeitselefanten in Indien in den Himmel glorifiziert und von moderner Elefantenhaltung nichts wissen will. Das habe ich mir übrigens in Nashville am Flughafen in Tennessee gekauft, nachdem ich in der Elephant Sanctuary in Tennessee war. Und das andere Buch habe ich mir gekauft in Amerika, in Boston am Flughafen, über die Elephant Sanctuary in Tennessee, nachdem ich zuvor im Circus Ringling Brothers Barnum & Bailey war. Ja, das nur am Rande.
als kleiner Fanfakt. Ich hoffe, dass das Video interessant war und dass man vielleicht anfängt, diese Bücher zu bestellen und zu kaufen und zu lesen, denn sie sind wirklich sehr interessant. Wem das Video gefallen hat, der darf gerne einen Like hinterlassen. Und wem der Kanal gefällt, da freue ich mich über ein Abonnement. Das ist natürlich völlig kostenlos. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit man auch zukünftig kein Video mehr verpasst, auch wenn YouTube den Algorithmus mal wieder ändert. Und wenn man Kommentare schreiben will, wie dieses Video gefallen hat, da freue ich mich auch drüber und die lese ich in jedem Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.